Lars, ein Wahnsinnsspiel gegen Clemens und Julius. Es sieht aber so aus, nach dem Silbergewinn in Tokio, Glückwunsch nochmal dazu, dass es so ein bisschen momentan läuft und man dadurch auch die Kraft kriegt für so enge Spiele? Definitiv. Also gerade machen wir die engen Dinger einfach, das ist der Unterschied. Vorher waren wir richtig scheiße. Aber nur von den Ergebnissen her, da hatten wir, glaube ich, auch eine Menge Dreisatzspiele und eine Menge enge Zweisatzspiele, die wir vorher nicht gemacht haben. Und jetzt haben wir gerade einen echten Lauf, das macht Spaß. War das ein Unterschied, ob ihr gegen Clemens und Julius spielt, oder ist es im Unterbewusstsein, wenn dann nur ein Unterschied? Nee, für mich hat es keinen Unterschied gemacht. Die Jungs sind Vize-Weltmeister. Da ist man, egal aus welcher Nation die kommen, ist man da noch vielleicht noch ein bisschen zusatzmotiviert. Dass man, ja, ist schön, dann als Sieger vom Platz zu gehen. Ein Glückwunsch hier schon mal. Wir gehen mal kurz zum Nils, wenn er was getrunken hat. Ja, da muss man trinken bei der Hitze. Auch dir Glückwunsch schon mal zu Silber in Tokio. Und jetzt habt ihr auch die Vize-Weltmeister geschlagen. Und das mit den Blocken hat auch gut geklappt. Mit dem was? Mit den Blocken. Blocken? Ja, ich hätte gerne noch ein paar Mal mehr geblockt, gerade diese Linieableger, die machen die beiden echt gut, da erwischen sie mich immer. Ja, knappes Spiel, also ich glaube, knapper geht's nicht. Ich meine, der erste Satz 22-20 und jetzt auch in der Verlängerung im zweiten Satz 29-27, also die hatten Setzbälle, wir auch, also ja, am Ende entscheiden da ganz viele Kleinigkeiten. Und wie gut wäre es jetzt, wenn ihr nachher den Pool gewinnt, damit ihr morgen einen Tag zum Ausschlafen habt? Ja, fantastisch natürlich. Aber erstmal abwarten. Ich lasse mich jetzt überraschen, wer unser Gegner ist. Wahrscheinlich sind sie schon fertig. Ja, und dann bereiten wir uns wie auf jedes Spiel auch vor und hoffen, dass wir morgen, dass wir heute noch gewinnen und morgen dann frei haben. Glückwunsch und gutes Erholen jetzt. Dankeschön.